Ja, da wollen wir sehen, die englische Woche geht, zweite Liga. Peter ist natürlich auch dabei, ne? Das ist natürlich ganz klar. Gut, ich habe natürlich diese Geschichte von gestern, diese 5-0, nicht mehr, hängt mir noch in die Kleider. Aber wir müssen hier tapfer sein und weitermachen. Jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Jetzt muss da gewonnen werden und dann haben wir das Derby hier. So, das war zum HSV noch ein Wort gesagt. Wir wollen mal anfangen mit der Ernsthaft gegen Arminia Bielefeld. Ne? Also, das muss ich schon sagen. Darmstadt hat ja richtig gekriegt in Dresden. Also Dresden war ja auch schon gut gegen uns, gegen HSV. Also wenn wir noch ein bisschen Pech haben, dann geht das Ding in die Grütze. Der Walburgis hat da irgendwas gemacht, muss ich schon sagen. Also ich hätte ihm das gar nicht zugetraut. Aber das sind ja auch die Anzeichen, die ersten Anzeichen da. Der Anfang ist immer gut und dann geht das ein bisschen bergab. So Darmstadt, ich hätte das gar nicht, dass sie auch so verlieren, hätte ich geglaubt. Ja, und Bielefeld, 1-1 in Berlin gespielt, das, gegen Union, das war ja ganz gut. Also in Bielefeld, das war ja ganz ordentlich. Union ist ja auch für mich oben mit dabei, das sehe ich so. Also Darmstadt gegen Arminia, ich tippe mal ein 1-1. Und dann haben wir Bochum Dresden, ne? Das muss ich schon sagen, Bochum, ne? Bisschen unglücklich da in Kiel. Ne? Die führten ja noch 2-1 in der 92. Minute. Ne? Da hat er dort ganz schöne Arbeit geleistet in Bochum, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und Dresden, jetzt mit den Walburgis, wird ein hochinteressantes Spiel. Beides gute Trainer, ne? Also, aber Bochum, Heimplatz, ich möchte mal bitten, dass er mal ausverkauft ist. Ne, das VfL-Stadion in Bochum, das haben die Leute da verdient im Ruhrgebiet. Ne, und in Dresden auch. Ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Und ich glaube, der Dutt hat das nicht nach unterschieden, aber ich glaube, ich traue dem Dutt das zu. Das gewinnen sie 2-1 gegen Dresden. Ja, gut, dann haben wir in Berlin gegen Holstein. Wie ich schon gesagt, Holstein hat natürlich in den 92 nach 2-2 gemacht. Er war natürlich sehr glücklich, sonst hätte Bochum da schon gewonnen. Ja, gut, und dann kann man natürlich sagen, Union Berlin zu Hause, das muss ich schon sagen, da sind sie in der Macht. Und dann in Bielefeld, Punkt, also ich muss schon sagen, dass Union Berlin für mich Favorit ist. Holstein ist, ich traue Holstein nicht mehr so viel zu. Aber wie gesagt, vielleicht täusche ich mich auch da. Ich sage, Union Berlin gewinnt das 2-1. Ja, dann haben wir morgen noch das Köln gegen Ingolstadt. Ja, Köln hat ja in Sandhausen ganz klar gewonnen. Also die waren auch klar besser. Köln ist, hat ja auch eine gute Truppe. Tirol auch wieder getroffen. Das muss ich so sehen. Also Sandhausen muss sich damit abfangen, sich mit abfinden, dass das da nach unten, ne? Die kommen da gar nicht wieder raus. Sie muss auch mal gewinnen Heimspiel. Auch gegen Köln. Gegen uns auch schon hoch verloren. Ja gut, aber und Ingolstadt muss ich sagen. Gegen Pauli, da war 0-0 Spiel, hat Pauli mit Glück, er macht das Tor noch, der kleine Japaner, war ein guter 1-0 auswärts, da kann man nur, kann ich nur den Helm ziehen für St. Pauli, aber bei Ingolstadt hat jetzt der Trainerwechsel stattgefunden, aus der Nuri von Bremen, guter Trainer, aber ob der in den Süden passt, das weiß ich nicht, das muss man abwarten, also ich sage Köln, Ingolstadt, da wird ein 3-1 für Köln. Ja, Jungs, da vor der Dienst, und dann Mittwoch, Donnerstag, das kommt morgen, irgendwann mit meinem HSV, alles klar. Ich muss immer sehen, dass die haben ja so viele Verletzte jetzt oder Kranke. Ich muss mal sehen, wie das weitergeht. Aber ich wünsche euch alles Gute morgen für die erste Tag der englischen Woche. Alles klar, ich wünsche euch alles Gute. Tschüssi, nur HSV, ne?